Herzlich willkommen bei Tim trifft Johannes Oerding. Hallo. Herzlich willkommen im Studio Hitzig. Wusstest du, dass das Studio Hitzig heißt eigentlich? Nee, weil es warm wird oder weil es hitzig wird? Wegen beidem. Okay. Also wegen der Temperatur. Hier ist nämlich also tatsächlich jetzt ungefähr 38 Grad. Das stimmt. Und weil hier natürlich die Hits quasi von den Bäumen fallen. Und weil es vielleicht auch hitzige Gespräche werden können. Man weiß es nicht. Da liegt ja schon ein Messer hier. Die erste entscheidende Frage, die quasi jetzt zur Tradition wird, ist die, woher wir uns eigentlich kennen. Also wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Weißt du, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Da muss ich echt lange überlegen. Ich habe mich natürlich auch nicht vorher instruiert, dass das eine Frage sein kann. Obwohl so, ich glaube, wir haben uns das erste Mal, war das auf einer Sony-Veranstaltung? Ich glaube, auf der Echo-Verleihung? Ja. Nee, ich glaube, wir haben uns bei Laut in München kennengelernt. Stimmt, du hast recht, Laut in München. So eine Sony-Veranstaltung. 2010 muss das gewesen sein. Nee. Ja. Nee, es war schon 2011. Da war nämlich gerade mein Album fertig. Okay. Und dann waren wir da einfach nur so als Gast. Gott, stimmt. War ich betrunken. Da wurden wir uns vorgestellt. Einmal kurz, ja, so richtig. Und danach immer mal wieder meistens auf diesen Veranstaltungen. Oder nee, wir treffen uns meistens in Hamburg auf der Straße. Ja, stimmt. Wir haben uns mindestens schon drei, wenn nicht sogar viermal einfach mitten in Hamburg auf der Straße. Und jedes Mal frage ich mich, was macht der in meinem Viertel? Und dann, also es ist wirklich so, man fährt mit dem Auto rum und kann es eigentlich, genau, drei, viermal schon. Immer läufst du bei mir an der Haustür vorbei. Das gibt's doch nicht. Warum läuft er bei mir? Aber ich weiß immer noch nicht, wo deine Haustür ist. Nee, er läuft immer vorbei. Und das ist irgendwie ein Running Gag geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mittlerweile, doch, man sieht sich ja auch hier und da mal auf jetzt vielleicht Konzerten oder im Olympiastadion hier. Genau, weißt du, was machen. Auf dem Fußballplatz sehen wir uns auch. Ja, sei denn, du bist verletzt. Ich bin verletzt, aber ich bin als Hooligan natürlich mit dabei. Und er spielt auch den Sony Soccer Cup an, der quasi in Noch steht er hier. Ja. Aber das muss man ja auch erzählen. Komm, die Geschichte hauen wir jetzt direkt am Anfang raus. Wir haben gegeneinander gespielt im Finale. Tims Mannschaft und ich habe auch für Columbia gespielt. Letzte Minute, wir haben immer 15 Minuten, glaube ich, gespielt. In der 15 lange Minuten. Geht der Abwehrspieler, und das ist gut, dass er hinten eigentlich in der Regel bleibt, geht nach vorne und er wird einfach hart angeschossen am Knie und das Ding landet im Netz. Das war wirklich der ultimative Dolchstoß und das war wirklich eine Demütigung, muss ich sagen. Und deshalb, ich harre der Tage, die dann kommen werden und dann gibt es die Revanche. Aber das Ding ist, der Druck ist ja jetzt weg. Ne? Wir haben ja kein Gegentor gefangen, keinen Punkt abgegeben. Das ist krass. Dementsprechend ist jetzt so, also es macht jetzt auch mehr Spaß. Also hat letztes Mal auch mega Spaß gemacht, keine Frage. Aber jetzt ist wirklich eher so, wir haben alle einen freien Tag und sitzen ein bisschen draußen rum. So. Und ja, spielen schon zwischendurch ein bisschen. Das ist jetzt nicht so, wir müssen unbedingt gewinnen. Aber das finde ich eigentlich immer ganz nett an dieser Veranstaltung. Das zur Erklärung, Plattenfirma lädt alle ein aus Schweiz, aus Österreich, den Vertrieb spielt gegen die Controller und Controller gegen die und. Und halt eben gibt es ein paar Künstlermannschaften, die Jungs von Jupiter Jones machen, glaube ich, auch immer eine Mannschaft. Das ist auch sehr lustig. Das ist natürlich kein Vergleich mit dem BSV Benzkopf. Nee, das ist Champions League. Das ist Champions League. Nee, aber läuft. Nee, das ist tatsächlich eine schöne Sache. Weil geht's halt um nichts, ne? Also wir hatten jetzt letztes Jahr auch nicht Druck, aber wir hatten alle so Angst, dass wir nicht spielen können. Uns hat das wehgetan, echt? Ja. Das hat man gesehen, die ganzen Leute, die ganzen Fans waren ja alle auf eurer Seite. Ja. Wahnsinn. Wir waren die No-Names, deshalb. Das ist immer so. Ihr wart die No-Names, entschuldige bitte, ihr wart quasi das die Heimmannschaft. Ja. Die Wochen vorher schon im Trainingslager waren. Nee, das stimmt nicht, das kannst du so nicht sagen. Uns wurde gesagt, dass ihr zwei Wochen vorher angefangen habt zu trainieren. Also nicht nur einmal trainiert habt, sondern angefangen habt zu trainieren. Okay, dann waren das die von der Sony, die haben es dann wahrscheinlich wirklich so trainingsmäßig ernst genommen. Ja, dich haben sie da außen vor gelassen. Ich bin ja auch immer für die gute Laune zuständig, in erster Linie, aber. So, aber das ist ja die eine Tradition, herauszufinden, woher man sich kennt. Die zweite Tradition wird jetzt auch zur Tradition, das Thema Getränk. Ja. Hast du ein Getränk mitgebracht? Ich habe was mitgebracht und ich habe auch überlegt, das ist ein sehr persönliches Getränk von mir. Ein Zitronensaft. Nee, das gehört nur dazu. Viele Leute, die mich schon kennen, wissen das, dass ich eigentlich, dass das so ein bisschen unser Tourgetränk seit, das ist das seit, Tourgetränk. Seit ja, 10 Jahren, kann man fast sagen, ist Ramazzotti. Das ist so unglaublich 80er, aber wir haben uns irgendwie daran gewöhnt. Ich weiß, dass es dir schmecken wird, wenn ich es zubereite. Aber wenn das mein Tourgetränk wäre, ne, dann ja, hätte also, die Flasche 10 Jahre gehalten. Das ist nur noch so ein, wie soll man sagen,
Ja, das ist einfach nur noch Kult geworden. Also es ist, wir betrinken uns damit. Aber nicht, ich wollte gerade fragen, in welchen Mengen wurde denn das konsumiert? Ja, jeder ein. Nee, jeder, ich meine, es gibt schon so, jeder nimmt ein Gläschen vorher oder nachher. Das ist einfach so zum Ritual geworden. Da stellen wir uns in den Kreis und dann ja, andere sagen, andere machen sich nochmal Mut und ihr andere nippen da dran und so. Ja, trinkt euch den Mut an. Ja, so genau. Nee, es ist wirklich so. Das ist ein schönes Ding geworden und ich denke, du solltest da mit rein. Lieber Tim, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke fürs Kommen. Also Ramazzotti ist 80s. Finger weg vom Alkohol ist der. Muss man übrigens nicht exen, kann man auch einfach so entspannt schlürfen, wie so einen kleinen... Naja, schmeckt wie... Wie so ein Saft halt, ne? Ja, Zitronensaft halt, ne? Ja gut, die Zitrone, die weiß nicht, ob die es bis ins Getränk geschafft hat bei mir. Ja, wir haben noch mehr auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal. Wir wollen die jungen Leute ja nicht zum Alkohol verleiten. Oh, das gibt wieder Ärger, ne? Wahrscheinlich jetzt... wir haben auch Wasser. Ab 18. Obwohl, die jungen Leute trinken heute viel schlimmere Sachen als wir. Das stimmt. So, Album, Johannes Oerding, Alles brennt, Premium Box. Muss ich mich bedanken, weil die hast du mir einfach zugeschickt. Also unabhängig von diesem Tim-Trift-Ding kam vor Wochen plötzlich Post. Das genau. Ist mir noch nie passiert. Und mit einem netten Liebesbrief noch dazu. Stimmt. Das war genau das Ding. Ich stand in München und dann... kam der Schmerz vom Sony Soccer Cup hier hoch. Es war wirklich so, im Büro stand ich. Und da hängen ja immer allerhand goldene Schallplatten von uns diversen Künstlern. Und dann sah ich dann deine Grinsebacke. Dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, dem schicke ich mal eins. Und dann deshalb habe ich auch diesen Brief da noch, das war von der Sony, dieses Papier. Aber ich wollte, dass du mal reinhörst. Habe ich auch. Nicht nur in das Album, ich habe mir auch die anderen Alben angehört. Bin und? Vorbereitet. Sprech mal gerne mal drüber. Also hier ist auf jeden Fall, das Album heißt Alles brennt. Mhm. Und die sind natürlich total tolle Sachen drin hier, so Autogrammkarten, das lauter kleines Zeug. Ja. Das Wichtigste ist natürlich das eigentliche Album. Auf jeden Fall. Und da ist auch quasi direkt die nächste Frage, es heißt Alles brennt. Riesen-Artwork hier, guck mal. Das ist... Jetzt sind es ja zwei Fragen. Warum heißt das Alles brennt? Und warum ist das diese Flamme aus Wasser? Ja, das ist, kann ich beantworten. Es ist so... dass ich den ersten Song, den ich für das Album geschrieben habe, der hieß Alles brennt. Und das ist aus Faulheit habe ich gesagt, weißt du was, das ist so ein plakativer Titel, auf die 12, bam, alles brennt. Habe ich auch gar keinen Bock mehr zu diskutieren mit allen Leuten, wie soll das Album heißen. Und das habe ich dann zwei Jahre, bevor das Album rauskam, habe ich entschieden, dass es Alles brennt heißt. Sehr gut. Damit ich die Diskussion, eine Sorge weniger habe, keine Diskussion habe, weil ich es wirklich fand, ich fand es sehr plakativ. Und damit es eben nicht zu plakativ wird und am besten hier noch richtige Flammen sind oder ein Lagerfeuer oder irgendwie sonst was. Wer hätte hier denn ein Lagerfeuer gesehen? Ich habe dieses Bild gesehen und das hat ein brasilianischer Künstler designt. Den haben wir angefunkt und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange das gedauert hat, mit diesem Typen in Kontakt zu kommen und ihn zu fragen, dürfen wir... Das hat es schon gegeben. Das dieses ja Ding hat es gegeben. Der hat das auf seiner Homepage, aber das wurde für nichts verwendet. Der hat es für sich gemacht. Der hat Wasser abfotografiert mit irgendwelchen krassen Kameras. Achso, und dann am Ende quasi dann den Streichholz da rein gefotoshoppt. Nee, das ist tatsächlich, das ist ein echter Wassertropfen. Der hat das so, der macht Experimente, der macht, das ist wirklich krass. Und dann haben wir den Typen angefunkt und der hat sich tierisch gefreut, dass wir aus Deutschland das irgendwie machen wollten. Wir haben es auch versucht nachzubauen, hat nicht funktioniert. Nee. Naja, und das mache ich auch keinen Hehl draus. Also, weil die Idee war von mir, ich will einen Kontrast haben. Ich will entweder will ich was haben, was Eis, also was wirklich das komplette Gegenteil zu Feuer ist, irgendwas Eisiges, mit einer Eisstruktur arbeiten oder mit einem brennenden Eis oder aber eben so mit Wasser. Und als wir das hatten, das war auch wieder so eine Sorge weniger, weil das hat sofort bei allen Bumm gemacht im Bauch. Ja, das fetzt natürlich, ne? Das ist natürlich super. Und da ist nicht dein Gesicht drauf? Nee. Das ist ja quasi auch immer, ne? Auf dem Vorgängeralbum auch schon nicht, weil ich... Wenn du dein Gesicht nicht magst, oder was? Nee, du wirst lachen, aber ich finde nicht, dass ich sonderlich fotogen bin. Das hat man einfach so. Man hat immer irgendwie... Ich habe immer eine andere Meinung als alle anderen Leute um mich rum, die meine Bilder sehen. Und dann, das nervt mich schon. Und ich bin auch ein bisschen davon genervt, dieses inflationäre Junge mit Gitarre guckt irgendwie gen Süden.
Ja, bisschen Sepia ja, drauf. Das habe ich ja schon gemacht. Ein bisschen altes Auto noch. Erste und zweite Album war genau das, weißt du, nachdenklich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich bin gar nicht mehr so nachdenklich, zumindest nicht auf dem Coverbild. Und ich fand es irgendwie auch, ich fand es geil. Und ich habe mir überlegt, was willst du denn später mal haben, wenn du ein geiles Poster hast, was im Klo hängt. Und das fand ich so geil. Ich freue mich. Das hängt man sich halt auch eher aufs eigene Klo als das eigene Gesicht, ne? Richtig, richtig, weil das ist schon, das wäre schon sehr beweihräuchernd. Obwohl, das hängt da auch eine eigene Bilderreihe von mir. Nein. Auf dem Klo? Nein, Mann. Damit es besser flutscht? Nein, genau. Nicht immer was zu lachen. Krass. Ja, das finde ich auf jeden Fall, das macht ja Sinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich als alter, ich bin ja im Zweitberuf Fotograf. Ja. Also neben der Videokünstlerei bin ich ja auch noch Fotograf. Auch professioneller Fotograf. Ja. Aber das ist gefotoshoppt. Nee, das ist auch nicht gefotoshoppt. Das war hier in Berlin in einem See. Da hat die Gitarre einfach, wirklich gebrannt. Da hat die Gitarre gebrannt. Wir haben extra Brennpaste geholt. Wir hatten extra einen Aufseher mit dabei, der immer sagen musste, Achtung, Achtung, Flammen kommen zu nah an die Haare. Achtung, Achtung. Alle fragen mich, ob das gefotoshoppt ist. Da ist der Brennpaste drauf. Das Ding hat gebrannt wie Hulle. Ich habe die Gitarre auch noch zu Hause in der Garage liegen. Die will ich irgendwann mal, ja, vielleicht mal verschenken oder so. Das ist so ein Grippe geworden dann. Das ist wirklich, das ist nicht gefotoshoppt. Ja, das ist natürlich, man geht halt, also das Ding ist, man wird halt verlitten, ne? Weil das Cover sieht aus, als wäre es gefotoshoppt. Ja. Also weil keiner glaubt, dass das, glaubt man nicht, dass das fotografiert ist. Kommt man ja nicht drauf. Steht auch drin, der Typ, der das Foto gemacht hat, steht drin mit Namen und da muss man, kann man mal gucken, was der noch so gemacht hat. Der richtig krasse Experimente so mit Wasser und gegensätzlich. Wasser ist ja, wir können nochmal in Tim trifft Wasser machen. Ich hab ja Bücher gelesen über Wasser. Also kennst du dieses Buch, wo der so ein Mensch Wasserkristalle fotografiert hat? Nee. Das ist wirklich wahr. Gibt es ein ganzes Buch drüber, wie einer das fotografiert hat? Nee, also es gibt einfach verschiedene Fotos von Wasserkristallen und dann steht quasi immer dabei, quasi in welcher Situation das fotografiert wurde. Ist das jetzt Wasser an einer Autobahn? Ist das Wasser, das mit Heavy Metal bespielt wurde? Ist das Wasser, was mit Heavy, mit Klassik bespielt wurde? Und es ist ohne Witz quasi die Wassermoleküle, quasi die mit, quasi mit klassischer Musik in Verbindung gebracht wurden, sehen einfach wahnsinnig geil aus. Und die, denen einfach Krach passiert, also Lärm, sind halt klein und verschrumpelt und gelb und ist total krass. Echt? Was, also und dann bilden die auch mal direkt sofort so eine Struktur, also in diese... Genau, also da, bei Muster quasi. Wenn schöne Sachen passieren quasi, sind es halt so extrem schöne, ausgebildete Wasserkristalle. Okay. Und wenn halt so schwierige Lärmsachen passieren, dann eben nicht. Tja, hast du mal den Selbstversuch gemacht, was bei deiner Musik passiert mit Wasser? Das müssen wir mal machen. Sag ich, mach einen Tim trifft Wasser. Ja, finde ich sehr interessant. Ja gut, Wasser wird zu Eis. Ich schließe jetzt mal daraus als windiger Journalist, dass dann der Titel ja überhaupt nichts mit dem Album zu tun hat, eigentlich. Also ist das nicht, also kein, wie man so schön sagt, Konzeptalbum. Nee, überhaupt nicht. Da wäre jetzt aber trotzdem die Frage, das habe ich mich vorhin, alles nochmal beim Aufbauen hier alles angehört, was es gibt. Ja. Also könntest du quasi sagen, worum es in dem Album geht? Also geht's, also, ne, also gibt's irgendwie einen Bogen, den man spannen könnte in deinem Hirn? Oder, Ich kann dir sagen, worum es in dem Fall nicht geht, so, also mit dem Hauptaugenmerk. Und zwar, es ist kein Album, wo es zum Beispiel nur über Liebe oder sowas geht. Also es sind keine, nicht so viele Beziehungsgeschichten. Es sind eher, ich habe versucht, kleinere Geschichten zu finden, die eben mal auch nichts Zwischenmenschliches auf den ersten Blick haben müssen. Das weiß ich, nie wieder Alkohol ist so ein Song oder... Hier, König meiner Couch ist auch kein... König meiner Couch, das sind so, die man auch alleine wirklich, wo man die alleine auch die Geschichte nachvollziehen kann und nicht immer gleich sofort Schmerz oder was oder Verliebtheit empfinden muss. Aber du hast recht, kein Konzeptalbum. Das Konzept war wirklich, und das ist eigentlich auch bei mir immer so ein bisschen das Konzept, keinen roten Faden so richtig zu haben. Der rote Faden ist die Stimme und bestenfalls meine Akkuklampe, die sich eigentlich immer überall mit dabei befindet. Akkuklampe, weiß nicht, dass da ein Akku drin ist, ne? So eine Gitarre. Gitarre hier. Und das Ding, ich bin so ein Freund, ich höre selber auch viele Künstler, die so bunte Alben machen, wo wirklich kein Song dem anderen gleicht oder aber wo vielleicht auch Genre überschritten werden. Ich sag mal, Ed Sheeran, Bruno Mars, Prince seiner Zeit. Das war alles sehr facettenreich. Auch und wenn man sich über die Leute was durchliest, dann denken die ähnlich, wie ich, dass man sagt, ich habe ein Gefühl, ich sag mal Sehnsucht, und dann gucke ich, wie kann dieses Gefühl jetzt gerade klingen. Und ich gucke also nur von Song zu Song und dann das andere Gefühl klingt ganz anders.
am Ende, die Stimme fügt das ein bisschen zusammen. Das ist, kennst du auch. Aber ja, oder und der, die Stimme, der Raum, das ist ja irgendwie, was habe ich gelesen, in dem Hotelzimmer aufgenommen? Genau, oder die Art und Weise, wie man es dann eben aufnimmt und so. Das fügt das schon irgendwie zusammen und macht subtil dann einen roten Faden oder ein kleines Konzept daraus. Aber ich bin Freund davon, wirklich jede Geschichte für sich so stehen zu lassen und gar nicht gleich klingen zu lassen. Geht auch gar nicht, finde ich. Ja, nee, ich frage nur. Ja, ja. Also weil mir auch aufgefallen ist, tatsächlich, mir ist aufgefallen, aber nicht so kritisch stimmen. Nein, das ist, interessiere mich ja dafür. Mir ist auch gefallen, dass die nicht nur, also ist ja klar, dass wenn du einen Song schreibst, dass der irgendwie ist, dass die unterschiedlich sind, sonst würde man ja nicht, sonst würde man ja nur einen Song schreiben und der ist dann einfach 4 Jahre lang. So. Aber ich finde auch so krass, weil sie einfach so völlig unterschiedliche Distanzen haben, die Songs. Also, ne, also Alles brennt zum Beispiel, finde ich halt so ein Riesen, das ist ja fast Stadion, Stadion Rock. Stadion, ich sag mal, Stadion Singer, Songwriter, Pop-Rock. Genau, sowas in der Art. Das ist halt riesig, der Song. Ja. Und deshalb sagte ich auch gerade hier schon König meiner Couch, weil das halt, ne, da, also auch das, die Zeile schon, sitzt halt auf der Couch. Ganz klein, das ist. Da finde ich halt, also ich finde diese, das finde ich mutig tatsächlich. Also wirklich völlig, völlig wertefrei finde ich das mutig zu sagen, also dass du so unterschiedliche, also so weit auseinanderliegende Songs zu machen. Am Ende ist es ja so, dass man einfach Bock hat, auch das zu machen, was einem selber so Spaß macht. Und ich hatte zum Beispiel bei Alles brennt, ich wollte einfach auch mal so einen pompösen, orchestralen Song machen. Ich habe da so einen riesen Chor gehört, als ich nämlich zu Gast bei so einem Chor war. Ich habe gesagt, wie geil ist das? Hier singen 700 Leute deine Musik gerade. Das klingt ja tierisch. Das muss man doch, du kriegst sofort eine Gänsehaut. Das muss man doch irgendwie auch diese Gänsehaut festhalten können. Und das haben wir dann da gemacht. Und deshalb ist das so ein orchestraler, pompöser Song geworden. Und genau, König meiner Couch, der ist auch genauso entstanden. Weißt du, Krümel in der Couch, sitzt da, bis hast du irgendwie leicht einen Kater, irgendwie die Pizza liegt da noch. Und das ist so ein Jungsding, so irgendwie, finde ich fast. Also mit Jogginghose und. Ach stimmt, das ist ja auch das Lied, da fallen mir mehrere Fragen. Darf ich vorhin, also wie soll ich das formulieren? Ja, also wie groß war die Hemmung, also El Bandi zu singen? Kann man. Ich finde das total geil. Ich finde das total geil, weil man dann einfach, also weil ich das selber auch kenne, so den Moment, wo du denkst, du hättest in keinem anderen Song nicht getraut, das zu benennen, stimmt, quasi. Stimmt. Und das dann zu machen. Aber hast du gezweifelt oder hast du es einfach? Nee, ich hab dann beim Schreiben gedacht, bei El Bandi, kenne ich nur noch El Bandi? Oder? Nein. Und genau, deshalb, das ist, da habe ich eher gedacht, so, vielleicht singe ich jetzt El Bandi und kein Mensch weiß, was ich damit meine. Aber mir ging es genau um das Bild. Ja, scheinbar kennt es jeder auch noch, wie da jemand da in der Schmergenhose auf dem Sofa sitzt und die Hand in der Hose hat. Und das ist. War ich heute noch? Es ist ja nichts Neues, dass wir Jungs das circa 2/3 des Tages machen. Das ist ein auch jetzt gerade wieder. Genau. Wo ist die Hand? Okay. Fett. Also, das ist auf jeden Fall. Also, das ist auch krass, es klingt ist völlig anders als die ganzen anderen Sachen. Es ist schon deutlich mehr Singer-Songwriter als, also Singer-Songwriter, das ist ja am Ende des Tages keine Musikrichtung eigentlich, ne? Das ist ja, schreibe ich Songs und singe sie oder nicht, ne? Aber Singer, das ist halt, ne, schon auch eine Musikrichtung mittlerweile, von wegen, das ist eher, wie soll ich sagen, klein instrumentiert, auf jeden Fall mit Gitarre. Intimer ein bisschen und auch gar nicht groß am Sound rumgedoktert, viele Fehler auch draufgelassen, damit es irgendwie ein bisschen auch nach, wir haben uns jetzt hier hingesetzt und das ist das Schöne bei dem Album, wir haben so ein paar Momente, wo wir wirklich dann auch den First Take, also den ersten Schuss sozusagen, auch nehmen konnten und gar nicht groß verändern wollten, obwohl man es vielleicht ein Album vorher noch gemacht hätte. Man wird gesagt, dass man wirklich alles dann doch glatt gebügelt hat und dann haben wir da gedacht, ach, eigentlich auch ganz geil, dass die Möwe, dass das Fenster offen war, als ich da im Hotelzimmer war und dann bei dem Song Ich will noch nicht nach Hause, im C-Teil, also es ist so ungefähr nach 2/3 des Songs, gibt es so einen Part und da haben wir vergessen, das Fenster zuzumachen und da fliegt so eine Möwe vorbei und du hörst diese Möwe da im Hintergrund da lang. Und das eine Fügung. Und wir haben es erst nachher wirklich, als wir auf großen Boxen den ersten Mix kriegten, gehört, was war das? Mach nochmal zurück. Hat das einer von euch gemacht? Oder was ist das für ein Instrument? Und dann war echt eine Möwe. Es war ein Tier. Es war ein Tier. Und so eine Kleinigkeiten drauf, das sind irgendwie schöne Geschichten, die das für mich auch immer noch echter machen und das greifbarer. Und das ist eben nicht nur Studioarbeit ist, sondern dass wir wirklich da saßen und Spaß hatten im Hotelzimmer und haben es gut gehen lassen. Aber es hat jetzt aber schon lange, also was habe ich gelesen? Ich habe auch den Pressetext gelesen, aber mal.
2 Jahre gedauert. Das finde ich jetzt aber für so ein Album, also ne, wo das am Ende so nur hotelzimmermäßig ist und wir fangen mal den Moment ein, schon lange. Wir haben, was wir gemacht haben, wir sind immer wieder in dieses Hotel gegangen. Achso, es war nicht am Stück? Nee, genau. Wir sind 2 Jahre im Hotel, hält es dann das. Nein, ich dachte, dass Sie jetzt quasi so 2 Wochen da warten, das am Stück aufgenommen haben. Nee, haben wir nicht. Wir waren wirklich insgesamt bestimmt 8 Wochen da, aber dann immer so 10 Tage, dann mal wieder nach Hause, gegengehört, immer wieder in Frage gestellt, mit neuen Ideen wieder zurückgekommen und immer wieder die Boxen eingepackt und alles mit eingepackt, die Rechner und die Instrumente. Bis auf Schlagzeug haben wir halt alles da gemacht. Wir haben halt die Beats auch gebaut aus Live-Sounds, die wir dann vielleicht vorher auch mal im Studio aufgenommen haben. Aber viele Overdubs vom Schlagzeug haben wir dann nachher noch im Gaga-Studio gemacht oder wo wir dann eben den Platz hast, weil das konntest du halt im Hotel nicht. Das ist ja auch für die so Zimmernachbarn ein bisschen. Ja, das war ganz lustig. Ich hab mit meinen 2 Jungs, meinen 2 Produzentenjungs da gearbeitet und wir haben die Zimmer, wir waren im 5. Stock, also oben, da mussten wir, also nur die Zimmer daneben haben wir gebucht für die beiden Produzentenjungs und meins war unten drunter. Das heißt, wir waren nur schön eingekerkert und das andere war zum Strand raus. So. Nichtsdestotrotz mussten aber einmal, als wir da rein wollten, war die Hochzeitssuite. Und war halt echt ein Pärchen da und wir mussten da irgendwie schon früher rein zum Aufbauen ab, was weiß ich. Und die wurden dann freundlich gefragt, ob sie nicht irgendwie einen Tag früher abreisen, weil sie da rein mussten. Wir hatten uns irgendwie einen Termin überschneiden. Dafür kriegten sie aber Tickets, Backstage-Pässe und sind irgendwie auch mit verewigt worden, wenn man so will. Und das sind so schöne Geschichten. Und nachts kennst du auch. Für dich ist nachts schon. Ja gut, die können auch von erzählen. Da können sie ihr Leben lang von zählen. Und nachts haben wir mit Kopfhörern gearbeitet. Du konntest ja nachts nicht da irgendwie. Ja, selbst hast du, das ist ja schon laut. Ne? Ja, aber da waren, wie gesagt, erstaunlich, es gab keine Beschwerde. Also es gab aber ich meine jetzt auch vom Hotel aus. Also dass jetzt die Gäste, das ist ja das eine, aber das Hotel sagt, ist okay. Die fanden das total toll, dass wir da waren. Und irgendwann wurde man schon fast so Hotelpersonal. Also man kennt die mittlerweile nicht alle da. Wie immer. Ja, es ist wirklich so. Und irgendwann kennst du ja die Leute und dann bist du da, rufst du noch an, Clarissa, können wir eventuell noch ein Stück Kuchen haben? Kaffee nehmen wir auch. Ja, genau. Und das ist dann auch geil. Und die sind ein Teil des Ganzen. Und da bin ich auch nicht müde, das zu erzählen, weil das ist auch ein bisschen part of the deal, dass die uns da ertragen und dass wir da mit Badeschlappen morgens zum Frühstück wie die letzten Penner wirklich da antanzen und die aber einfach Freude haben, dass sie das mitmachen dürfen. Das finde ich sensationell. Also das ist ja natürlich eine Riesengeschichte, das in einem Hotel gemacht zu haben. Ne? Auf jeden Fall. Ja, apropos Hotel, da ist noch hier bei der super special Mega-Box, Premium-Box heißt sie. Ist auch noch, Kennst du eigentlich die Box von Matthias Reim? Hast du das gesehen, wie er die präsentiert hat? Ich habe die erfunden, die Box. Nee, er hat da so einen kleinen Matthias Reim drin. Ja. Das bin ich. Sieht wirklich noch so gut aus. Das war der Hammer. Das kann ich kann das wirklich, ich kann das 1:1 nachsprechen. Ja? Ja, weil ich das wirklich, ich habe das mehrfach gesehen. Das haben ja alle Fernsehsendungen dieser Welt haben das ja ausgekramt. Das ist ein magischer Moment. Der Fernsehgeschichte. Egal, also, ich versuche es auch gerade noch, dieses Bild zu verarbeiten. Der Witz an der ganzen Zeit, genau als dieses Video rauskam, haben wir auf unserer Wohnzimmertour einen Song von ihm gecovert. Ja. Verdammt, ich lieb dich. Und es ist wirklich, es gibt keinen einzigen Song, der jemals so gut angekommen ist. Das ist aber auch ein geiler Song. Das ist ein geiler Song und der war damals geil. Und ich glaube, wenn du den heute kannst mit jedem Instrument spielen, der ist einfach auf den Punkt geschrieben und es ist ein Hit. Vor allem also dieser gegenüber sitzende Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, dass das dein neuer wäre. Juckt mich überhaupt nicht. Ach, so, dann, wie gesagt, ist noch eine zweite CD dabei, nämlich mit Demos. Ja. Und zwar nicht nur, also nicht also Demos im Sinne von, wir nehmen mal ein Demo im Studio auf und gucken mal, wie es klingt, sondern von der Couch aufgenommen. Genau, das konntest du gar nicht glauben. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, habt ihr das jetzt, ist das wirklich das Demos oder habt ihr das nochmal aufgenommen? Nee, das sind wirklich von 2007. Musst du das ablesen? Teilweise vom Handy. Von meinem Sprachmemos vom Handy haben wir hier drauf. Aber das Ding klingt so gut, dass ich seitdem überlege. Aber es sind unterschiedlich, sind nicht alles so vom Handy. Es sind nur ein paar vom Handy. Ein paar sind so mit GarageBand, du kennst das so, die im Rechner einfach schnell Idee festhalten, aufnehmen. Also es ist eine Mischung aus allem. Aber das ist ja mal eine Idee, man könnte wirklich mal, das mache ich mal, ein Album, also wirklich ein Album so machen. Einfach das mal schnell machen, eine Woche und dann raus damit. Man hat ja auch 1 Million Sachen. Ich glaube, dass das wahnsinnig interessant ist, die Idee vorher zu hören, wie sie eigentlich mal war. Ja, ich meine aber auch das gar nicht, also ne, man kann ja auch mal den Mut haben, das gar nicht weiter
zu machen, sondern einfach das so festzuhalten und fertig ist. War ja früher so. Ja. Da muss ich eine lustige Geschichte erzählen. Ich kenne einen Produzentenfreund, der hat für eine russische Künstlerin ein Album gemacht und der hat erstmal so Demos aufgenommen und sie hat darüber gesungen. Also wie ganz rudimentäre, krüppelige Demos. So, und dann hat er das da hingeschickt und er hörte einfach wochenlang nichts mehr. Das war ein richtig großer Star aus Russland, also die da wirklich in Stadien spielt. Und er hörte wochenlang nichts mehr und hat er gesagt, sag mal, haben euch die Demos nicht gefallen oder wieso? Ich meine, wir müssen ja auch weiterarbeiten und so. Und dann sagte ihr Manager, nee, wieso, ist schon auf Platz 1, alles schon auf dem Markt, das Album ist raus. Die haben also einfach die Demos veröffentlicht, ohne zu mischen, zu mastern, irgendwas noch dran zu machen, mit allen möglichen Fehlern haben sie veröffentlicht. Und da sieht man einfach, es steht und fällt. Aber hat er wenigstens was dafür bekommen? Ja. Also ich dachte, jetzt haben wir es einfach so illegal, so heimlich. War schon so ein bisschen so eine Mafia-Geschichte, glaube ich. Aber er hat sich dann, irgendwann hat er sich zufrieden gegeben mit ein bisschen was. Krass. Auf jeden Fall, es gibt ja verschiedene Versionen. Ich habe mich letztens mit Fabian hier darüber unterhalten. Sind hier andere Songs auch drauf als die? Genau, das ist hier so mit, da sind noch drei Bonustracks drauf. Ein ganz alter Song, Hallo, der nie veröffentlicht wurde, den habe ich aus der Schublade raus. Und die Frau des Wanderers, das ist dieses Ding. Leonard Cohen ist 80 geworden. Ja, und da bin ich auf dem Album drauf. Bist du auch mit drauf, genau. Auf dem bin ich auch drauf. Da ist der Song. Ach, das ist ein Leonard Cohen Tribute Übersetzungssong. Den habe ich gemacht. Das ist geil, ne? Ich bin nämlich ein alter Pfadfinder. Bin auch weniger stark. Apropos nie wieder Alkohol. Ja. Gießt du doch mal ein und ich mache Werbung. Die Gläser sind wieder voll. Ist natürlich diesmal Cola Zero. So sieht's aus. An alle Kinder da draußen. Ah. Gutes Tröpfchen. Ich gucke mal, ob ich den Ton noch habe ich angemacht. Du weißt, habe ich ja vorhin schon mal erzählt. Wir hatten beim ersten Mal, Tim trifft ein bisschen technische Probleme. Was mich jetzt zum nächsten Thema bringt, live. Das Thema Album, finde ich, haben wir fertig. Oder habe ich noch eine Frage zum Thema Album? Doch, ich habe noch eine Frage zum Thema Album. Schön, wir kommen gleich zum Thema live. Ich habe in deinem Pressetext gelesen. Mhm. Ich liebe Pressetexte. Also ich lese ja den Pressetext eigentlich nur, weil ich so unfassbar finde, dass man, wenn man in ein Interview geht, mit wem auch immer, dann meistens nur der Pressetext gelesen wurde und man dann, dass die Basis ist. Deshalb mache ich das quasi aus Protest auch. Aber ich habe jetzt da in deinem Pressetext gelesen, dass du Studio überhaupt nicht leiden kannst. Stimmt. Und eigentlich nur Live-Musik machen willst, was ja dann doch Thema live ist. Das stimmt tatsächlich so. Also könnte man so ein Album wirklich so herbeischnipsen, dann wäre das irgendwie meine Alternative, weil ich fühle mich, deshalb auch im Hotelzimmer, ich fühle mich in geschlossenen Studioräumen, die es ja doch dann meistens sind, so ein bisschen muffig, ein bisschen, immer herrscht so eine Aufnahmesituation doch und durch die Gerätschaft alleine schon und so, eher bedrohlich und irgendwie auch, ich fühle mich einfach nicht so frei darin. Deshalb bin ich auch die letzten beiden Alben geflüchtet ins Hotelzimmer, damit ich mir so einrichten kann, wie ich da Bock drauf habe und auch immer raus kann, am besten noch irgendwie ein bisschen am Wasser, um das Gehirn frei zu kriegen. Und ich komme vom Live-Spielen, habe mir damals mit 7 meine erste Gitarre zu Weihnachten gewünscht, um mit halt 7 aktiv Musik zu machen. Ja, genau, so eine Konzertgitarre, da sind wir wirklich, habe ich auch heute noch, um wirklich erstmal aktiv Musik zu machen, zu schrabbeln, um das rauszulassen. Und dann bin ich, warum macht man eine Schülerband? Warum geht man in den Proberaum? Weil das so Bock macht, eigentlich irgendwie laut zu sein, Musik zu machen, irgendwas raus oder irgendwas zu erzeugen. Und am meisten Spaß macht es natürlich, wenn du mit anderen Menschen das erzeugen kannst und dir dann irgendwann nackt die Bälle im Proberaum hin und her schmeißt. Wichtig ist nur, dass du dann Background-Sängerin auch in der Band hast. Ne? Ja. Das natürlich, sonst macht das keinen Sinn. Nee, und für mich ist es nach wie vor der wichtigste Punkt im Musikmachen, das Live-Spielen. Das ist der Grund allen Übels, kann man aber ist sagen. Das, aber wird das besser oder wird es schlimmer? Es wird eher schlimmer. Krass. Es wird eher schlimmer, dass ich immer weniger Bock auf diesen mechanischen Prozess habe, eigentlich diesen Studioprozess. Ja. Ein Song schreiben, das macht mir zum Beispiel Spaß wiederum. Das ist so der Anfang, sich hinsetzen auf der Couch, einen Song schreiben oder am Klavier rumdaddeln, auszuprobieren und zu merken, boah, geil, festhalten. Das macht Bock. Aber wenn es dann daran geht, den Song umzusetzen, wirklich, okay, was machen wir denn jetzt? Wie soll er denn klingen? Und dann anfangen und dann diese Fizzle-Arbeit und den Editing. Aber warum machst du, da wäre ja, schießt sich ja, also ich bin ja da lösungsorientiert bei sowas. Ja. Warum, hast du da nicht mehr darüber nachgedacht, das einfach alles gleichzeitig zu machen? Also dich mal zu sagen, ich mache jetzt quasi in einem Monat, mache jetzt 30 Tage, in der Zeit machen wir jetzt ein Album von null an.
Also von mir aus auch in einem Hotelzimmer und da anzufangen, Songs zu schreiben und das alles sofort aufzunehmen. Dass eben nicht dieser quasi dieser, dass es eben nicht so ein Ding ist, ich habe einen Song, der fertig ist, mit dem ich beim Schreiben mich schon beschäftigt habe und der dann verarbeitet wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also in so einer Wurstfabrik. Habe ich mich tatsächlich schon mal mit befasst, ist dann meistens an der Logistik gescheitert und an der Zeit, mit den, wie wir uns also musikermäßig treffen also wollten, Musiker, produzentenmäßig etc. Aber ich, Ziel muss sein, irgendwann für mich eine möglichst angenehme Situation zu schaffen, indem man den Prozess natürlich weglässt und irgendwie einfach nur noch kreativ sein kann und sich die Rosinen rauspickt. Das muss ja für uns alle irgendwie Ziel immer sein. Aber es stimmt schon. Was dem auch ein bisschen entgegenspricht, ist halt, dass ich nicht auf Knopfdruck Songs schreiben kann. Also, das ist natürlich ein Problem. Ich habe ein anderes Handwerk. Also ich bewundere die Leute, die sich handwerklich hinsetzen und sagen, so heute, ich muss noch einen Song fertig schreiben. Das kann ich nicht. Also ich fange oft Dinge an und lege die dann erstmal beiseite, weil ich hängen bleibe. Und irgendwann merke ich dann, okay, ich komme weiter gerade einen Schritt. Und deshalb dauert es dann eben ein bisschen länger hier und da. Aber dann bin ich mir sehr sicher und ich kann über diese Zeit die guten Songs rausfiltern von den schlechten oder von denen, die mir nicht so wichtig sind. Mhm. Wenn ich immer wieder sehe, ich will diesen Song zu Ende schreiben, ich hole ihn immer wieder raus, dann weiß ich, der hat was. Ja. Und wie gesagt, ein Freund, mit dem ich auch mal zusammen getextet habe, der komme ich dann hin manchmal, der macht dann alles auf, zack, hier, da ist ein Lexikon, da ist ein Fremdwörter, da ist Synonyme, alles auf, wie so in so einem Raumschiff sitzt er dann von den Rechnern und dann sagst du, ja, da fehlt mir irgendwie das Wort noch, irgendwie sowas wie Hilfe. Und dann gibt er Hilfe, und dann kommt irgendwie Support, dann kommen die ganzen Synonyme, alles und dann sehr handwerklich. Ja, das kann ich auch nicht. Das kann ich gar nicht so irgendwie. Das habe ich als ganz selten, gucke ich auch mal in so einem reinen Dings, wenn ich denke, wenn es schon nicht auf der Zunge liegt. Wie heißt denn dieses Ding so? Augen, Baugen, Daumen, Bausen, Daumen. Und der ist auch so, der ist auch schon so weit, der das alles schon so abgespeichert hat, dass er dir genauso sagt, wenn du sagst, ich brauche noch was für einen Reim für Augen. Sagt er, da gibt es nur Death. Dann zieht er so drei Dinge auf, mehr geht's nicht. So, ist ein scheiß Wort. So, also es ist so. Ja, aber das mag ich nicht. Ne? Also witzigerweise, das beschäftigt mich auch genau, das beschäftigt mich gerade. Also nicht nur gerade, sondern schon im letzten Jahr habe ich bewusst keine Songs geschrieben, um genau nicht in diese Situation zu kommen. Also um dieses, dass du das so mechanisch abrufen kannst. Ja, ich weiß, okay, das reimt sich auf das, funktioniert. Ich dir jetzt sage, schreib innerhalb einer Stunde einen Song, schreibst du in einer Stunde einen Song. Und der wird auch funktionieren, der wird gut sein, da wird auch der ein oder andere sagen, Alter, ist das geil. Aber es ist am Ende des Tages eigentlich riesige Scheiße, weil das halt so ein automatisierter Müll ist, wo einfach die ganzen Standardworte drin vorkommen, die ganzen Standardformulierungen und so. Ich habe mir zum Beispiel jetzt überlegt, also wie du gerade sagst, einfach ein Jahr lang, weil ich gerade so viel mit Alles brennt beschäftigt bin und viel auf Live, ich wollte leer sein. Aber da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das kann ich nämlich auch nicht, weil ich merke dann zwischendurch, wie dann irgendwas passiert. So, ich gucke aus dem Fenster raus. Hat's wieder geklingelt. Ignorieren das mal. Wir haben ein technisches Problem. Genau, eine Kamera läuft auf jeden Fall. Da guckst du aus dem Fenster, aus dem Turbus raus und auf einmal kommt eine Zeile, die ich dann festhalten muss, wo ich dann sofort merke, ich muss weitermachen. Ich habe Flugangst. Ich saß im Flugzeug und ich lenke mich dadurch ab, dass ich höre dann immer Leaving on a Jet Plane. Das beruhigt mich so ein bisschen. Und dann so ein guter Song inspiriert einen auch wieder, dann sofort irgendwas reinzuhacken. Also, wie ich es auch mir vornehme, es ist immer sehr schwierig, aber Ziel muss sein, wie du richtig sagst, am Ende für sich die beste Möglichkeit zu finden, wo man einfach nur noch Musik macht. Ja. Weil dafür sind wir eigentlich da, dass wir erstmal in erster Linie die Mucke machen und nicht uns um irgendeinen anderen Scheiß kümmern. Ja, aber natürlich, das Studio, das ist ja schon auch Musik machen, ne? Ja. Ich frage quasi auch so detailliert nach, weil mir das quasi auch so ging. Also ich fand Songschreiben immer ganz schlimm. Obwohl ich das dringende Bedürfnis hatte, Songs zu schreiben, hatte dann auch immer genau so Momente, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich auch nicht was aufschreiben. Fand das aber eigentlich total, das war so ein Mittel zum Zweck. Ja. Und Studio auch. Live, alles so traditionell, mag ich total gerne, aber alles so, warum nicht? Und bei mir ist es genau andersrum, dass gerade sich das so verteilt, dass ich Songschreiben total geil finde, weil ich das ein bisschen mittlerweile verstanden habe. Okay, das ist halt so, du sitzt halt 8 Stunden da und dir fällt nichts ein. Ja. Dafür sind aber die Minute, in der dir was einfällt, ist dann halt so geil, dass es sich lohnt. Stimmt, ja. Und auch das Studio-Ding, das ist mittlerweile, das ist auch nicht meine Lieblingsdisziplin. Aber es hat auch schon mal was, weil du da genauso, ich finde, das ähnelt eigentlich dem Schreibeprozess dann doch so ein bisschen. Ne? Man kann sich das ja auch nett machen. Also man kann sich dann am Ende des Tages das auch dann doch irgendwie möglichst nett machen in Studios oder
oder auch in Proberäumen oder wo man dann immer dann doch eher abarbeitet, wenn ja. man vor einer Tour oder so alles reinproben muss, dann muss er auch irgendwie Bock drauf haben, muss geil sein. Ja. Sonst ist dann schon die Stimmung im Keller und dann eben auch die Kreativität nicht so gegeben. Ja. Ich bin auch großer Fan davon, dass quasi den Aufnahmeprozess quasi so kreativ wie möglich zu halten. Dass es halt nicht so ein verarbeitetes Ding ist, von wegen Song ist schon fertig, alles schon fertig und jetzt gehen wir und nehmen die einzelnen Sachen auf, wie in so einer Fabrik. Sondern dass man wirklich eigentlich, ne, dass es noch so frisch ist alles, dass da halt einfach theoretisch alles passieren kann. So. Also manchmal geht es ja auch in die Hose. Weißt? Dann hast du einen Song, der auf Gitarre, nur mit Gitarre mega funktioniert und dann gehst du ran und willst dem irgendwie ein Soundgewand geben und das geht aber dann beim ersten Mal in die Hose, dann mach mal doppelt so schnell, klingt auch nicht und dann irgendwann hast du 5 Versionen und kehrst entweder nochmal wieder zur Ursprungsversion zurück oder aber merkst du, der Song beißt sich nicht durch, der setzt sich nicht durch, also sind wohl andere besser. Und deshalb, ich finde es ja auch geil, wenn man für so ein Album, irgendwie, ich habe glaube ich, beim letzten Album hatten wir irgendwie 35 Songs am Ende und die ersten 5, die ich geschrieben habe, habe ich gesagt, geil. 5 geile Songs, die kommen alle aufs Album drauf. Von den 5 ist halt nur einer drauf gekommen, alles brennt, weil die anderen wurden immer weiter nach hinten verdrängt, weil so im Laufe des Prozesses kam immer wieder mehr rum. Und ich bin im Moment total, mir hat das total Spaß gemacht, mit anderen Musikern und anderen Leuten mal zusammenzusitzen und zu schreiben, weil da kommt nämlich das Ding Wortschatz wieder hervor, weil jeder Wortschatz ist begrenzt und ich merke, dass ich mich oft auch wiederhole. Und das fand ich total geil, wenn man dann mal mit einem anderen Typen zusammen getextet hat, dass auf einmal ganz andere Worte um die Ecke kommen, wo ich denke, geil, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Nee, natürlich nicht, weil es nicht in deiner Welt existiert, dieses Wort. Du hast es nie gebraucht, du hast es nie gehört, vielleicht oder für dich in dem Zusammenhang. Und da habe ich mich früher mal ein bisschen vorgesträubt. Da wollte ich viel, viel mehr nur ich aus einer Hand und bla 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 und nichts zulassen. Das muss möglichst ich sein. Aber das hat damit nichts zu tun. Wenn du mit einem Freund da sitzt und ihr macht da einen schönen Abend mit Ramazzotti, dann dann treffen 2 Wortschätze aufeinander. Dann fluppt das. Also ich sage immer, lesen bildet Sprache. Ja. Das hat Werner Hansch das mal in der Talkshow gesagt, in der ich saß. Und das hat sich mir so eingebrannt, weil ich dachte, ja klar, wenn du einen Wortschatz hast von 300 Wörtern, wie willst du dann quasi einfach mehr als 5 Lieder schreiben? So weil dir logischerweise immer das Gleiche einfällt. Aber das ist ja, also witzigerweise scheitert es eigentlich gar nicht daran, es scheitert, wenn dann daran, nicht die Eier zu haben, festzustellen, okay, es ist total geil, aber ich habe die Zeile halt einfach schon 10-mal benutzt. Ich muss das in geil anders sagen. Es ist so, du musst das reflektieren können, du musst merken, wo deine Schwächen sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu akzeptieren, als Künstler zu sagen, ich kann einfach nicht so geil Gitarre spielen, deshalb soll auf meiner Platte dann noch ein anderer Gitarrist das machen. Oder aber mir fehlt, wie du schon sagst, die Zeile, das habe ich jetzt schon 3-mal gesagt, ich brauche da Hilfe. Und dann, ja, aber das, also das kann man beides auch andersrum sehen, finde ich. Also mit dem Gitarre einspielen, ist bei mir nicht nur andersrum, ich spiele richtig scheiße Gitarre und würde deshalb niemals was eigentlich im Studio einspielen. Es ist aber so, es kann einfach keiner so genauso scheiße spielen, wie ich das spiele. Das gibt es natürlich auch. Und auch bei den Zeilen finde ich es auch, also deshalb meine ich das ja gerade, dass das am Ende nicht, es ist natürlich das extrem bereichernd, das mit anderen Leuten zu machen. Also du kriegst es ja auch dann so vorgehalten, dass du da Defizite eigentlich hast, ne? Aber ich meine, wenn du die Eier hast zu sagen, das musst du anders formulieren, dann wirst du quasi auch eine andere Formulierung finden, selbst wenn die nicht Teil deines Sprachgebrauchs ist. Das ist halt quasi so ein, also ich stelle mir das quasi vor, wie so ein Tresor, ne? Und man kann in so einer Komfortzone schreiben, das ist dann so die Eingangshalle, da kommt jeder rein, da schreibst du halt dann so einen Standardsong. Und wenn du aber dann die richtig geilen Sachen ran willst, dann musst du halt einfach an der Tresortür dann auch mal die ein oder andere Zahlenkonvention richtig wählen. Und das ist halt bisschen ist so, Arbeit verbunden. Manchmal brauchst du halt jemanden, der auch mit dir die Tür öffnet. Wenn jemand den Code hat, umso besser. Du brauchst den Torwächter sozusagen, der dir den Weg weist. Genau. Das brauchen wir mal nicht. Ich bin nur der Meinung, dass manchmal steht einem die eigene Eitelkeit so im Weg. Ja, das lernt man auch erst mit den Jahren. Also bei mir war es zumindest so, ich habe da lange für gebraucht, um irgendwann zu sagen, du, tut gar nicht weh, wenn man sich hier und da mal die Tür aufhalten lässt. So. Ja, wenn jemand den Schlüssel hat, warum soll man ihn nicht mal fragen am Schlüssel? Ne? Und man weiß ja einfach mit jedem Musiker, mit dem man zusammenarbeitet oder im Studio sitzt mit Produzenten, also man nimmt immer was mit. Und deshalb sitzen wir hier, ja?
Weil das ist eigentlich, ein geheimer Trick von mir, dass ich einfach mehr, also lauter Musiker hier einlade und frage die aus. Ja. Wie macht ihr das denn? Genau. Werde dann quasi aus der Quintessenz das einfach genauso machen. Viel super. Ja. Apropos, wir müssen wieder nachschenken. Und ich gehe auf den Topf und Johannes schenkt nach. Und dann geht es weiter mit dem Thema, Johannes spielt 400 Konzerte im Jahr. Stimmt, wir können auch mal über Griechenland sprechen. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall derzeit. Ja, vor allem für den Urlaub eine gute Sache jetzt, ne? Geht's nach Griechenland oder? Also du musst das jetzt nicht trinken, ne? Ich dachte, das war eigentlich nur so als Begrüßungsdrink. Das ist gut. Das ist übrigens so für alle zukünftigen Gäste, lieber Jürgen, wenn du dich dann irgendwann meldest, um deine Wettschuld Jürgen Klopp, ich habe mit Jürgen Klopp quasi auf, der ist eigentlich mein erster Interviewgast. Ja. Und falls du das siehst, du musst keinen Alkohol mitbringen, wir können ja auch gerne irgendwas anderes trinken. Ne? Tschüss. Also wir haben leichte technische Probleme. Was aber nicht an mir liegt, ausnahmsweise mal. Naja, wir kriegen ja schon hin. So, jetzt aber nochmal zum Thema Live. Also du spielst ja unendlich viele Live-Konzerte. Ich habe dich noch nie live spielen sehen, ich habe noch nie ein ganzes Konzert gesehen. Ja. Und das, was ich gesehen habe, und das schließt jetzt auch den Kreis zu dieser Jürgen Klopp-Ansage, es war nämlich bei der Nacht der Legenden in Hamburg. Stimmt. Habe ich dich live spielen sehen. Das war sensationell. Du hast den Laden auseinandergenommen. Vielen Dank. Also nach dir kam Howard Carpendale. Ja. Der hat es nicht leicht. Das war geil. Das war ein geiler Moment auf jeden Fall. Du kennst das irgendwie. Ich fand die Party schon so geil, weil genau wie du bin ich großer Fußballfan. Und da waren halt die ganzen Legenden, wenn man so will. Und das war für mich ein Highlight. Ich war den ganzen Tag schon so derbe aufgeregt, weil halt die ganzen Nationalspieler da waren, Fußball, Michael Ballack, alle waren sie da. Und dann vor den Leuten, Jungs, Musik zu machen, habe ich erstmal gedacht, ja, irgendwie, was kann ich überhaupt was mit meiner Mucke anfangen hier? Und da ging nur irgendwie raus und einfach mal Hose runterlassen. Ja. Und das hat derbe Spaß gemacht und kam gut an, das stimmt. Soft. Davor habe ich dich gesehen, du hast das Akustik-Set gemacht, ihr wart zu dritt, glaube ich, wir haben mit ganzer Band quasi genau das Gegenteil gemacht. Und das war eben auch letztlich das Schöne an dem Abend. Und das war auch einer der lustigsten Abende, die wir eigentlich erlebt haben. Denn danach gibt es immer noch eine lustige Aftershow-Party mit einer ganz kleinen Dance-Fläche auf der Hamburger Reeperbahn. Ja. Was sind wir durchgedreht? Da habe ich gedacht, der Junge kann auch tanzen. Das war geil. Also nicht nur das war geil. Ich fand auch mein Hotelzimmer geil. Ich hatte ein Hotelzimmer in so einem komischen Hotel. Komplett rot Plüsch, das hatte, glaube ich, 15 Zimmer. Das war kein Hotel. Das ist der Puff auf der großen Freiheit. Das war tatsächlich ein Hotel. Aber es war irgendwie merkwürdig, aber gleichzeitig sehr ganz nett. Und der Witz ist, ich hatte auf der Bühne mir schon einen Spruch zurechtgelegt. Ja. Weil ich dachte, ne, also ich bin eigentlich nicht mit der Sprüche zurechtleger, weil das meistens in die Hose geht. Ist da auch in die Hose gegangen, aber auf so eine witzige Art und Weise. Ich bin halt da raus und habe gesagt, Jungs, heute ist der größte Tag meiner Fußballerkarriere. Weil mich auf dem roten Teppich habe ich Jürgen Klopp getroffen und der hat mich erkannt. Das ist geil. Ja? So, und habe dann aber noch hinterhergeworfen und bleib trotzdem Bayern-Fan. Oh. So, die in Hamburg an sich schwierig, das hatte ich völlig ausgeblendet, dass wir in Hamburg sind und dass Hamburg das auch nicht geil findet. Ging ja so ein leichtes Raunen durchs Publikum. Oh ja, die. Aber das eigentlich Witzige an der ganzen Sache war, dass quasi, als ich dann fertig war mit Spielen, es gab dann so einen reservierten Platz für mich rechts von der Bühne, der war natürlich besetzt. Rate, neben wem der einzige Platz frei war. In Kloppo. Ja. Und aber da war eine Männerfreundschaft geboren. Das war erst schwierig, aber auch witzig natürlich schwierig. Und es war ein sensationeller Abend. Aber ich fand ihn auch geil. Er kam, nachdem wir dann gespielt haben, hinter der Bühne ist noch auch die parallel zur Reeperbahn ein Sträßchen. Da standen wir mal nachher alle rum. Und dann kam er raus. Er ist wirklich aufgestanden, kam durch den Backstage gelaufen, durch die Küche und kam nur raus, um zu sagen, Weltklasse, Weltklasse, ganz groß, Weltklasse. Das fand ich so sympathisch, das ist hängen geblieben. Kam raus und er sagte, mach ein Foto. Hier, Lars, mach mal ein Foto. Lars Ricken hat das Foto gemacht von uns, das fand ich sehr lustig. Lars, guck mal ran hier, mach ein Foto. Und dann haben wir mit ihm ein Foto gemacht. Das fand ich, und solche Geschichten bleiben dann hängen, weil man, wenn man jetzt irgendwie als Musiker dann auf seine Idole trifft, irgendwie nicht nur Musiker, sondern auch Fußballer, ist das einfach, da wird man zu einem kleinen Kind. Aber es ist witzig, dass du das auch mit Fußballern hast, weil ich habe das, du kannst mir die meisten, also das ist übertrieben, also nicht auf dem Bauch binden, aber ne,
mich interessiert das nicht. Mich interessieren Musiker nicht. Also, ne, also wenn jetzt, also nicht, interessiere mich nicht, aber im Sinne von, ich werde jetzt nicht so zum Fan. Ne, und muss da irgendwie, das ist übrigens gut für die Sendung, dass dich Musiker nicht interessieren. Nein, nee, das meine ich ja. Das geht ja, also, nicht im Sinne, interessiere mich nicht im Sinne von so einem Fan-Dasein. Ja, ich werde da nicht, wirklich und denke, oh, guck mal, da ist jetzt, keine Ahnung, da ist Peter Maffay, oh, ich bin aufgeregt. Ja. So, das, weil das irgendwie, ich nehme mich da als Musiker sehr. Bei Fußballern? Genauso. Genau. Ich weiß, genauso. Aber auch nur bei den Legenden, bei den aktuellen, das ist mir dann so, die sind ja alle 10 Jahre jünger. Doch, bei aktuellen, ich war auf 1Live Krone, dann steht da ganz verschüchtert in der Ecke Kramer und da konnte ich nicht anders. Weißt du, ich bin sonst, mache ich mit, wirklich auch mit keinem Foto, habe ich gesagt, ich muss ein Foto mit dem Weltmeister haben. Ne? Und kam sich wahrscheinlich ein bisschen bescheuert vor, weil ich dann dachte, oh, noch eins, einmal für so, einmal so und so. Aber das ist richtig so. Fußballer sind dann doch, die lösen irgendwas aus. Schlimm. Ne? Ja. So sind wir. Es sind übrigens 31 Grad jetzt nur noch, sagt meine Uhr. Es geht ja noch. Hier drin. Darauf ein... Warte. Tschüss. Stößchen. Ich wollte jetzt aber auch nochmal darauf hinaus, also wie gesagt, ich habe das noch nicht live gesehen, habe das dieses Jahr verpasst. Du hast jetzt schon diese Riesentour hinter dir, 50 Konzerte? Genau, geht 50 Konzerte schon gemacht, dann jetzt über den Sommer ganz viele Festivals, so Open-Air-Geschichten, viel in Verbindung immer mit Radiosendern, die dann ihre großen Events da haben. Dann im Herbst gehen wir nochmal auf Tour in die Städte, wo wir sehr schnell... Wie viel sind das in Summe, wie viele Konzerte? Dieses Jahr dann 160 Konzerte gespielt. Und wie macht man das so körperlich? Der Körper sagt dir dann irgendwann zwischendurch mal, jetzt reicht es so irgendwie. Also ich meine, ich habe nicht umsonst gerade einen Bänderriss. Du tanzt zu viel. Ich tanze zu viel auf der Bühne, das war, aber ich war auch tatsächlich auf Tour zweimal krank, wir mussten Konzerte verschieben. Also du kriegst dann schon immer auch eine Ohrfeige zwischendurch. Und meistens ist es ja wie bei vielen Leuten, wenn du im Stress bist, dann passiert nichts. Aber sobald du mal einen Off-Day oder 2 Tage frei hast, setzt sich dann doch irgendwas durch und sagt, jetzt mal runterfahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich nicht irgendwie überbelastet, sondern ich bin einfach so wahnsinnig gerne unterwegs und auf der Straße, dass ich gar nicht genug kriegen kann. Aber immer im Hinblick darauf, dass das nächste Jahr vielleicht ein bisschen wieder ruhiger wird, da will ich bewusst auch mal vielleicht raus aus Deutschland, wieder ein bisschen durch die Welt reisen, um Geschichten zu haben, um irgendwann wieder was aufschreiben zu können. Aber, ich doch merke, aber mach bitte nicht so ein Ich bin um die Welt gereist Album, ne? Ah, nein. Da kriege ich Brechreiz, wenn ich sowas Genau. Ich mache die ganze Zeit die GoPro an, glaube ich. Nee, es geht nur darum, dass ich wirklich einfach mal rauskomme, weil ich einfach selten Urlaub mache. Und vielleicht das Ganze sogar auch mal alleine zu machen und ich habe das nie gemacht, habe es immer vergessen nach dem Abi so mal diese mutige, ich mache mal ein Jahr Sabbatjahr, Sabbatical. Genau, USA, Australien, was auch immer, wo sie alle hingefahren sind. Ich hatte damals immer das Ding, das ist eine Charaktereigenschaft für mich, ich habe Angst, dass ich was verpasse, habe ich damals schon gehabt und deshalb habe ich nicht gemacht. Das ärgert mich jetzt, deshalb muss ich mich mal zwingen, vielleicht mal einen Monat oder zwei raus dann hier und dann geht's schon. Kann man ja, solange man sich noch bewegen kann, das ist ja... Das ist sehr entspannt. Aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil ich will ja eigentlich mir Sachen abgucken. Mhm. Wenn du jetzt so ein Konzert machst, ne? Ja. Ist das für dich so ein, guck einfach, dass ich irgendwie eine halbwegs anständige Setlist habe, spiele nacheinander weg die Songs und gut ist, oder ist das schon so, dass du das quasi komplett Konzept hast für so ein Konzert? Also geht es da auch nicht einen einzelnen Song quasi, wie jetzt beim Album? Oder ist das schon wirklich eher so eine Show? Nee, das ist eine Show, die ich mir wirklich gut überlege. Es fängt an mit der Setlist. Was will ich spielen? Was fühlt sich gut an? Und erfahrungsgemäß bei den ersten 10 Konzerten wechselt die Setlist komplett nochmal auf andere Songs. Auch währenddessen? Songs fliegen raus, andere Songs kommen rein, alte kommen rein. Was ich gerne mache, ist eben, ich will, dass das Live-Konzert eigentlich eine ganz andere Ebene ist, als ein Album reinzulegen und zu Hause hören. Da muss was passieren. Die Songs sollen auch anders klingen. Die Songs sollen verknüpft werden. Es muss einfach eine Dramaturgie entstehen. Mhm. Und ich glaube, da bin ich auch relativ bekannt für. Also gerade, dass die Live-Shows irgendwie immer anders sind. Zumindest was zwischen den Songs passiert. Also ich lasse mich dann schon immer inspirieren von der Stadt. Vorher nochmal im Internet, was gibt, wo bin ich eigentlich, wo was passiert eigentlich hier, was gibt's hier und was will ich mit den Leuten heute Abend besprechen. Damit, ich bin der Meinung, es ist toll, wenn die Leute nach Hause gehen können und sagen, das hat er heute hier nur in Cottbus gemacht und das wird er morgen in Karlsruhe nicht mehr machen. Ja. Weil ich finde, aber es ist aber keiner von denen, die quasi in Cottbus
über Karlsruhe herziehen? Nee, das meine ich nicht. Oder die das so aus Spaß quasi machen? Ich versuche schon irgendwie, das, was ich dann im Moment fühle, wenn ich merke, das ist einfach hier heute geiler als gestern, die gehen nochmal mehr aus, dann sage ich das auch. Also ich habe das letztens erlebt, da war ich in Zwickau oder beziehungsweise in der Nähe von Zwickau in Lengenfeld. Ich bin nie da gewesen und die Leute waren einfach von Anfang an on fire. 10-mal krasser, als wenn du irgendwo, was weiß ich, in München gespielt hast. Das ist einfach so, dass dann hier und da mal andere Mentalitäten herrschen, eine andere Energie. Das hat mit dem Wetter zu tun, das hat mit dem Club zu tun, mit dem Laden, wie auch immer. Ja, aber auch wie oft da was stattfindet. Ja. Das ist natürlich in so Städten, wo quasi Menschen sich überlegen, also nicht überlegen, gehe ich zum Konzert, sondern nur noch überlegen, zu welchem, weil einfach jeden Tag einfach 30 stattfinden. Das kommt da ist natürlich eine andere Begeisterungsfähigkeit da als in einem Ort, wo einfach... Haben wir auch alles schon gesehen und so, das spürt man schon ein bisschen. Aber weil du gerade nochmal fragtest, ob ich mir das so zurechtlege, es ist dann schon so, dass ich mich freue, wenn ich irgendwann die Setlist gefunden habe, wo ich sage, die funktioniert einfach, die ist geil, die fühlt sich für uns als Band auch gut an, dass die dann steht und dass alles so gefüllt wird zwischen den Songs mit dem, was spontan entsteht. Es gibt dann so 3-4 Basissäulen, worauf ich mich verlassen kann, wo ich weiß, okay, falls es mal ein bisschen länger dauert, aber da kommt ja gleich das Ding und dann wenn es sogar länger dauert. Einfach auf die 2-3 Songs überstehen. Einfach den Hit spielen. Dann kommt der Hit. Einfach, verdammt, ich liebe dich spielen. Dann weiß man, das ist eigentlich eine gute Idee. Einfach immer, wenn du merkst, krass, heute geht nicht viel, den Song spielen. Du weißt, dass die Leute völlig ausrasten. Aber das finde ich wiederum geil, dass du dann so einen Song auch nimmst und dir den zurechtbaust und legst. Das ist geil. Das muss man ja auch machen. Wir sind in Deutschland so krass auf Schubladen. Also man selber ja auch. Ne? Alles, was man so mitbekommt, versucht man alles irgendwie einzusortieren und einzuordnen. Das ist ja total normal. Aber das ist aber auch witzig tatsächlich, wenn man sieht, dass Leute dann überhaupt nicht damit klarkommen, wenn jemand sagt, mir ist das wurscht oder ich will bewusst quasi auch mal eine Sache machen, die damit mit meiner Schublade erstmal nichts zu tun hat, weil ich mich ja nicht selber da reinstecke. Ja, klar. So. Und, ne, wir haben jetzt auf dieser Tour halt immer einen Song gespielt, den wir noch nie gespielt haben. Und du merkst dann halt auch, wie meine Setliste, du merkst, welche Sachen eher funktionieren und welche nicht. Und der Witz ist, dass am Ende die Songs am besten funktioniert haben, die einfach so alte Klassiker sind, wo man heute sagt, dass das Schlager ist, was heute Popmusik wäre. Auf jeden Fall. Und ne, den Song, das ist natürlich, also da haben sich mein Manager und allem, die irgendwie was zu sagen haben, haben sich Nackenhaare aufgestellt. Ne? Aber hast du das nicht auch so, dass du dann eher auch manchmal denkst, man will ja viel mehr Songs von seinen eigenen Songs spielen, aber es sind mittlerweile dann zu viele, du hast ja auch dann schon einige Alben raus, dass man eher da das Problem kriegt, ach, ich will eigentlich meine Lieblingssongs spielen, aber ich kann sie nicht alle spielen, weil man kann nur 20 Songs am Abend spielen oder was. Man hat aber jetzt schon 60 oder wie auch immer. Das geht mir tierisch auf den Sack, weil man eigentlich länger spielen müsste. Man spielt schon 2,5 Stunden, weil warum immer. Man kann es einfach nicht alles spielen. Das tut mir so ein bisschen leid für mich selber, aber auch natürlich für viele Leute, die da manchmal da stehen und sagen, du hast unseren Song nicht gespielt, so, dann ist das so, ja, ist halt so. Das geht nicht, ne? Also weil du mehr als ein Album hast, wird es ja schon schwierig. Und deshalb tue ich mich noch schwer damit, mal auch einen Coversong einzumachen, weil ich immer noch denke, ich muss doch mal den alten Song machen. Nee, das machen wir also auf so einer normalen Tour auch nicht, weil natürlich in so einer Konstellation kann man das mal machen, da kann man auch Sachen spielen, die man sonst nicht spielen würde. Aber was sag ich das? Natürlich ist das immer die Qual der Wahl. Irgendwann, am Anfang ist es natürlich ganz cool, weil du irgendwann wirklich nur noch so Songs spielst, die 100% funktioniert. So. Aber ist ein Luxusproblem dafür. Genau. Und irgendwann ist Und du hast es ja auch gehabt, das fand ich so geil, wir haben das beide, sozusagen, wir haben beide bei Joe Cocker Support gespielt und das war eigentlich wirklich, dann, wenn man dann abends so an der Bühne stand und man sah die Setlist von Joe Cocker, das fand ich so krass. Wenn du dann irgendwann einfach, deine Setlist besteht aus 17 Welthits. Die jeder kennt, auch wenn er kein Fan ist. Irgendwann unfassbar. Ja, aber das Erstaunliche bei ihm fand ich ja tatsächlich, dass die, also erstmal ihm natürlich, ne, die ganze Erscheinung, wie der auf dieser Bühne steht, Wahnsinn, mit welcher Würde der auf dieser Bühne stand. Geiler Typ. Aber dass halt die ganzen neuen Sachen, die er spielt hat, nicht in Ansätzen quasi abfielen zu den Hits. Das stimmt. Natürlich, die Reaktion ist natürlich der Leute, ist ja klar, die wollen natürlich die ganzen alten Hits hören, klar. Ja, ja. Aber so die aktuellen Sachen, da sind so viele geile Sachen dabei. Und bist du so ein Typ, interessiert mich mal, bist du eher, dass es dich stört, den Hit zu spielen? Nee. Ja. Ich bin ja, da bin ich zu, wie soll ich sagen? Also natürlich, das ist wie beim Witze erzählen, man hat immer so seinen Lieblingswitz, den nur man selbst versteht und den man trotzdem immer erzählen muss.
Und natürlich will man dann live auch, gibt es immer so einen Song, den will man immer spielen, weil der irgendwie, das ist so der Song, den muss man halt spielen. Man weiß aber, dass den keiner hören will. Aber mir ist das total, also ich finde, das ist doch klar, die Leute, die sind ja quasi deine Fans am Ende, weil sie irgendwann mal einen Song von dir gehört haben, den sie geil fanden. So. Und warum sollte man sich dann schwer tun, quasi nach 3, 4 Jahren diesen alten Hit zu spielen? Ich kann es auch nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich kann das nicht mehr hören, ich kann sie nicht mehr spielen, bla bla, ich spiele es jetzt extra. Es gibt ja Leute, die extra dann ihre Hits nicht spielen. Und das oder kann ich auch nur, oder nur neue Songs spielen und dann vielleicht einen, ja, das finde ich so... Das ist auch nicht mein Ding, irgendwie. Ich weiß nicht. Also man hat ja dann auch... Das kommt ja ein bisschen auf den Abend an, finde ich. Also man kann das schon variieren. Also nur mal beim Showcase würde ich jetzt schon einfach nur neue Songs spielen. Ja, das macht Sinn. Also Showcase, das ist das Konzert, das spielt man immer so kurz bevor das Album rauskommt, damit die Presse vorher mal hört, was da so passiert. Aber wie gesagt, ich bin da, das ist so... Ne, man muss den Leuten, die kommen da hin, die bezahlen Geld dafür, um dich singen zu hören und um die Songs zu hören. Und wenn du dann irgendwie einen Hit hast... Dann spielst du die natürlich. Ist auch geil, wenn die ihre Geschichten dazu haben und du siehst dann im Publikum, dass die gerade ihr, dass du gerade genau ihre Geschichte dann erzählst und die Leute, dann kommen ja meistens die krassesten Emotionen raus. Ja. Was natürlich wahnsinnig nervt, ist, dass dann genau bei den Songs auch immer die meisten Handys nach oben fallen werden. Wo ich dann denke, jetzt genießt doch genau das Ding so irgendwie. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich finde es aber auch ganz witzig, wenn man auch live so feststellt, dass so Songs, die jetzt nochmal keine Single waren und dementsprechend ja eigentlich eher kein Hit sind, logischerweise, dass auch die sich quasi dann so durchziehen. Du merkst einfach, okay, das ist ein Song, der live funktioniert und der auch dann live funktioniert von Leuten, die dich noch nie live gesehen haben. Ja. Und das finde ich auch witzig, dass du dann wahrscheinlich irgendwie in 5 Jahren spielen wir irgendwie noch eine Single vom ersten Album und ansonsten halt irgendwelche Songs, die eigentlich keine Single waren. Ja, die sich durchgesetzt haben. Weil es ja eben eine andere Ebene ist und eine andere Stimmung. Und ich finde es, weil du gerade nochmal Schubladen angesprochen hast, ich finde es total geil, dass eben Leute, die dich vorher so in eine Schublade packen, dann eben live merken, ach so, ist ja doch ein bisschen guck mal, der kann ja nicht, kommt ja gar nicht vom Band. Genau, also das ist schon schön und das muss, glaube ich, auch das Ziel sein, nicht andersrum. Andersrum wäre doof, dass man sagt, ja, auf Album ist es aber besser irgendwie. Gibt's ja gut, ja aber auch, ich finde, wenn man so, wenn man Popmusik macht, ne, dann finde ich das so, ist das halt ja meistens so. Ne? Das ist natürlich live, es ist eigentlich einfacher, Leute zu kriegen, als mit so einer Platte. So, weil, ja. Weil das erstens natürlich auf so einer Schallplatte, gerade wenn das irgendwie jetzt so digital ist, heutzutage ja irgendwie nur noch ein Hundertstel von dem abgebildet wird, was du live eigentlich aussendest. Dadurch schon alleine und natürlich kannst du natürlich... Aber es gibt auch Leute, die abfallen live, ne? Also, gibt es? Man ja selber schon erlebt, dass man irgendwie Fan von einer Platte war und geht irgendwo hin, auf einmal kommt dir die größte Grütze entgegen. Aber ich finde, das hört man meistens auch schon an der Platte. Also ne, selbst wenn du also denkst, das ist eine gute Platte. Hast du was gehört da, ja? Nee, aber da finde ich, dann denkt man so, okay, das ne, doch, ist dann schon viel gedreht worden, damit das so klingt. So. Ja. Ne? Irgendwas wollte ich jetzt noch, das ist jetzt der Alkohol, der macht mich vergesslich. Live-Spiel haben wir. Nee, es war immer noch, ich wollte immer noch was zum Thema. Hits, Singles, Live-Hits, zum Thema, ich wollte irgendwas nochmal zum Thema Hits sagen. Hits braucht kein Mensch. Brauch man nicht. Achso, genau, jetzt, ja, das ist mir sehr eingefallen. Also die Leute, glaube ich, finde ich, die aber dann, die irgendwann feststellen, oh, ich will den Song nicht mehr spielen, es ist dann aber auch, glaube ich, oft so, dass das wirklich der einzige Erfolg war. Und ich meine nicht einziger Erfolg im Sinne von, das war der einzige Hit, sondern dann ist dann wirklich nur dieser Song erfolgreich gewesen. So. Jetzt bei mir ist dann mit Weltretten, das ist natürlich, ne, also es konnte ja, das ist ja völlig Wahnsinn, was damit passiert ist. Und da wurde man ja auch immer gefragt, ja Tim, kannst du den Song überhaupt noch spielen und so? Ne, nervt dich das nicht? Und ne, wo es dann so als One-Hit-Wonder angesehen und denke, Freunde, der Witz an der ganzen Sache ist ja quasi, dass aber das Album also genauso erfolgreich ist. Und natürlich ist es das durch den Song, das steht auch gar nicht außer Frage. Aber der Witz ist, dass man dadurch ja so unfassbar berühmt ist, mir völlig wurscht, ob jetzt quasi irgendein Song in den Charts ist oder nicht, solange das Album quasi funktioniert. Und das ist halt so, ne, wenn jemand jetzt wirklich nur einen so einen Glücksschuss hatte und ansonsten halt nichts ist, ne, und einfach kein Album, nichts da ist, da ist natürlich klar, dass die, wenn du dann nach 10 Jahren nur auf diese eine Sache reduzieren wirst, und das wirst du immer, wenn du quasi, du wirst, ne, das ist ja, also ne, wenn in Deutschland jemand richtig viele Alben verkauft. Immer auf den großen Hit, das oder ist das ja, aber es ist ja, also, ne, ich meine, wenn du quasi, wenn du viele Alben verkaufst, dann ist es immer noch quasi ein Mini-Teil, kleiner Anteil der Menschen, die in dem Land wohnen, die dieses Album haben. Ja, selbst wenn du richtig viel verkauft hast. Das heißt, für alle anderen, Nische hier. Genau, aber alle anderen quasi, logischerweise, wenn die mit dir irgendwie mal in Kontakt gekommen sind, dann sind sie das logischerweise nur durch Radio mit dem einen Song.
Und deshalb ist doch klar, dass die nicht alle immer auf diesen einen Song reduzieren werden. Die Leute, die das Album haben, machen das nicht. So. Ja, ist ja auch so. Und das sind am Ende witzigerweise dann die, auf die es quasi da ankommt. Aber ne, man wird halt immer mit dem Rest konfrontiert, der aber eigentlich dann, ja. Das muss man sich wirklich, weil das muss man auch mal sagen. Soll man ausrechnen. Wenn wir wirklich jetzt ein erfolgreiches Album kaufen hier in Deutschland, dann 100.000 Leute, 200.000 Leute, wenn du Glück hast, noch mehr. Aber das ist ja wirklich, das ist ja ein Nischending. Also es ist wirklich, und aber es schlägt so große Wellen, das ist halt das Schöne. Die das Musik, meine ich, also die Wahrnehmung ist, dass das eigentlich das ganze Land, selbst Helene Fischer, ja. Das ist ja wirklich, das, also das, ne, das pulverisiert ja alles, was sie mal zu geben hat. Ja. Aber selbst das sind ja quasi nicht, also sind ja weit unter 5% der Bevölkerung, die ja, dieses Album haben. Und es ist aber in der Wahrnehmung so, dass das jeder kennt. Ja. Und am Ende kennt jeder Atemlos. Mhm. Ne? Und deshalb ist natürlich, also ne, wenn jetzt an ihrer Stelle, wenn jetzt mir jemand käme und sagt von wegen, ja, Mensch, du, ne, du hast ja jetzt irgendwie nur Atemlos. Ich hab Atemlos gesungen. Genau, dann würde ich auch sagen, ja, habe ich für die, keine Ahnung, 87 Millionen. Ja. Habe ich Atemlos nur gesungen und für die anderen 3 Millionen habe ich auch noch eine ganze Menge anderer geiler Songs am Start. So. Und zwar Fieber. du kennst in zerrissenen Jeans um die Häuser ziehen. Aber ich will, dass der Finger gleich kommt. Mit keinem anderen. Geil. Ja, es wird. Doch, ich kenne ihn. Macht ihr das vom Konzert auch ein bisschen noch andere Lieder singen von anderen? Ja, manchmal Künstlern? Machen wir das ja. Im Moment haben wir so einen Xena-Schrei, weil unser Bassist Robin, der immer, wenn der Computer daddelt und er schießt ein Tor bei FIFA oder so, macht er mal ja, 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 ja. Und mittlerweile hat es das so etabliert, dass wir dann doch, ich halt eine Rede, nachdem wir Ramazzotti getrunken haben, eine Rede und dann irgendwann machen wir am Ende nochmal diese. Ist das immer eine andere Rede? Ja, 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 immer eine andere Rede. Immer so ein bisschen bezogen auf den Ort und welche Geschichte wir mit diesem Ort verbinden, wenn wir so neu da sind und so. Oder wenn wir schon ein paar Mal da sind und ja, manchmal ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe letztens sogar irgendwie mal ein Feedback von einem Fan ausgedruckt und das laut vorgelesen, weil das einfach ein ganz netter Text war, aber auch sehr in diese Phase rein. Manchmal hat man ja auf so einer Tour eine Phase, wo man alles so als so ja, gegeben hinnimmt und ach ja, ist ja so und dann fängt man an so ein bisschen hier auch so, wieso, wie, was ist das denn? Die Matratze ist viel zu hart. So, und dann in solchen Momenten muss man dann irgendwie nochmal wieder ab und zu selber einen Nackenschlag geben oder aber wir uns gegenseitig und dann holt man mal hier und da so ein Maßnahmen. Das meine ich auch mit dem, das Gleiche, was ich nehme, mit der Songauswahl, dass du das am Ende, also du machst das dann nicht für dich, das ist am Ende du selber, wenn du auf der Bühne stehst, du feierst das ja, du genießt es ja, also am Ende ist es wurscht, was du für Songs spielst. So, ne? Und ich finde schon, dass man da so ein bisschen dann Bringpflicht hast, wenn die Leute irgendwie da 30, 40 Euro bezahlen, um dich singen zu sehen und dann spielst du nur deine Lieblingssongs und alles ist so. Nee, ich sehe das genauso. Wenn jemand ein teures Ticket kauft, dann kriegt er auch für die 2,5 Stunden, muss er alles kriegen. Der muss 100% kriegen. Musik. Aber dann sage ich auch gleichermaßen, und dann ist aber auch gut so. Also alles, was dann wieder zwischen den Konzerten steht, das ist dann ein anderes Leben so. Und dann, da hat auch keiner einen Zugriff drauf und auch kein Recht auf Zugriffsrechte, wenn man das so sagen. Und das habe ich jetzt verstehen manche Leute auch nicht. Nee. Also, und nee. Da muss man einfach wahrscheinlich relativ frühzeitig das auch klar machen. Dass ja, da kannst du nicht viel klar machen. Also ich kann mich erinnern, dass auch bei der letzten Tour hat sich dann so eine Mutter nach dem Konzert beschwert, dass sie ja quasi ihrem Sohn gesagt hätte, dass er nach dem Konzert ein Autogramm von mir bekommt und das ist halt nicht passiert, weil ich halt irgendwie... Ne, das geht gar nicht. Am nächsten Tag war die morgens irgendwie um 8 irgendwo Termin in einer anderen Stadt und bin quasi wirklich von der Bühne ins Auto und losgefahren. Ja. Und das können Sie überhaupt nicht verstehen. Also warum jetzt, nee, Sohn ist jetzt halt total sauer und ist jetzt nicht mehr Fan, weil ich ihm jetzt da kein Autogramm gegeben habe. Wie kann man denn dem Sohn das erstens versprechen? Das ist halt schon mal irgendwie merkwürdig. Und zweitens ist es halt immer so, die Leute, also in allen, das ist in allen, ob jetzt ein Musiker ist, egal, Leute in der Öffentlichkeit bist, die Leute leben ja von den Informationen, die sie bekommen. Ja. Ne? Und denken, und oft habe ich das Gefühl, dass quasi jede Information, die man rausgibt, dass das wahrgenommen wird, als wenn das jetzt quasi alles ist, was man wissen könnte. Nicht das, was man wissen muss und was man wissen könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich poste bei Instagram innerhalb von einer Woche zweimal ein Foto, wie ich auf irgendeiner Terrasse sitze und einfach rausgucke. Ja.
ist ja sofort, das Bild ist ja klar im wahrsten Sinne des Wortes, krass, der macht den ganzen Tag Urlaub. Ja. Möglicherweise habe ich einfach von den 10 Stunden, die ich jeden Tag im Studio saß, im Stream, einfach kein Foto gepostet. Ja. Weißt du, das finde ich so... Nee, das glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass du sehr viel Urlaub machst. Nee, aber weißt du, was ich meine? Ich kenne ja mein Leben, nein. Das finde ich... Das find ich also, nee, es ist krass. Das finde ich, find ich ultra spannend tatsächlich, dass dann immer, wenn so, egal was du, was man für eine Information bekommt, von wegen Information ist, Tim spielt heute, oder Johannes spielt heute ein Konzert in Kaiserslautern, dann ist ja klar, das ist die einzige Sache, die der an dem Tag macht, dass er möglicherweise davor 5 Stunden irgendwie irgendwelche Meetings hat mit irgendwelchen Leuten und danach möglicherweise in die nächste Stadt muss, weil er da morgens um 8 im Radio ein Interview gibt. Ne, du fängst ja jetzt nicht an, deinen Kalender quasi online zu stellen, damit alle Bescheid wissen. Übrigens. Das wird man wahrscheinlich, das ist ja genau das Ding, das wird man wahrscheinlich nie so wahrnehmen können draußen. Ist einfach auch der, dieser, eigentlich sollen ja die Leute auch nur, wenn sie wollen, dieses Künstler, diesen Auftritt und den Künstler so erleben mit dem Feenstaub, wie er ist. Und ich finde es gar nicht manchmal so geil, wenn ich dann eben zu viel drumherum weiß von Menschen, die ich mag. Also jetzt eben auch keine Künstler, sondern einfach Fußballer zum Beispiel. Also man will ja auch nicht immer alles wissen. Er hat einfach geil Fußball gespielt. Ja. Und dass er dann irgendwie aber abseits des Platz irgendwie völlig durchdreht, will man nicht wissen. Oder kein Führerschein hat. Ja. Wahnsinn. Aber da sind wir ja wieder quasi, das ist immer, Fußball ist immer das Schlussthema. Wir haben es schon nicht leicht, das ist glaube ich das Ding. Nee, ja, das also sowieso, nee. Aber ein Satz noch, das ist schon auch, das ist kein Jammern auf hohem Niveau oder so, sondern wir haben gerade über live gesprochen und ich finde, das kann man auch mal sagen, dass das, man gibt alles auf so einem Live-Konzert und man ist danach auch ein bisschen durch. Also man ist durch und will eigentlich auch ein bisschen wieder klarkommen. Aber dafür hat ja jeder Verständnis. Das ist immer nur, es ist immer nur eine Frage des Horizonts, das meine ich quasi. Wenn du jetzt nach jedem Konzert schreiben würdest, ey, war ein geiles Konzert, danke, und ich bin jetzt total platt und muss jetzt echt pennen, weil sonst kann ich morgen nicht spielen. Ne, dann wäre das alles klar. Dann wissen alle, krass, der ist einfach total fertig, dann macht es total Sinn, dass der jetzt irgendwie nicht noch 2 Stunden bei -3 Grad draußen stand. Ja. So. Ne? Gleichzeitig natürlich kann man sagen, das ist ein Argument, man kann auch sagen, das ist auch dein Beruf, so. Ja. Aber ne, am nächsten Tag kommen einfach Menschen, die zahlen Geld dafür und dann muss man einfach irgendwie dafür sorgen, dass du da fit bist. So. Stimmt, ja. Ne? Deshalb, ich kann das schon verstehen, aber wie du gerade sagtest, es ist unmöglich, das aufzulösen, weil du einfach nicht, du kannst halt nicht Bericht erstatten über jeden Schritt, den du gehst. Das geht aber nicht, das ist einfach ein Teufelskreis. Als es noch keine sozialen Netzwerke gab, da war es ja so, dass wirklich, du hast das Konzert erlebt, danach bist du nach Hause gegangen, wenn du ein Hardcore-Fan gewesen bist, hast du vielleicht noch am Nightliner gewartet und hast vielleicht noch ein Autogramm abgehakt. Aber dazwischen hast du gar nicht mitgekriegt, dass die Menschen. Also, die haben irgendwie randaliert oder eine Bar auseinandergenommen oder so. Aber. Das ist das andere Extrem. Das eine ist, sobald du quasi Bröckchen an Informationen hast, bildet sich irgendwie ein Bild, was irgendwie möglicherweise nicht der Wahrheit entspricht. Wenn du aber gar keine Informationen hast, quasi logischerweise, wird auch nicht spekuliert. Oder vielleicht fängt man genau dann an zu spekulieren. Was machen die wohl gerade? Was macht der wahrscheinlich gerade? Ja. Wahrscheinlich so den ganzen Tag nur am Pennen. Nur Urlaub. Aber ich sage, wir sind jetzt nochmal, wir kommen zum Schluss. Ja. nochmal Thema Fußball. Für welcher Mannschaft bist du eigentlich Fußballfan? Ich bin schon St. Pauli-Anhänger, das kann man so sagen, weil ich auch einfach jetzt seit 10 Jahren im Viertel bin und man kommt schwer darum rum. Ich bin ja zugezogener Hamburger sozusagen seit 13 Jahren. Komme kurz vorm Ruhrgebiet, deshalb war ich früher ein bisschen Schalke-infiziert durch meine Brüder. Aber jetzt kommt's. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren zahlendes Mitglied im Fanclub Nationalmannschaft. Und das ist auch. Fanclub Nationalmannschaft? Eigentlich bin ich halt derbe Fan von der Nationalmannschaft. Das liegt daran, mein Vater hat uns früher immer, und näher Ruhrgebiet, immer zu allen Länderspielen mitgenommen. Krass. Die im Westfalenstadion war, oder war ich auf der Schalke-Arena. Also, es war, damit bin ich aufgewachsen. Brüder und ich, Vater, Länderspiele. Und deshalb habe ich so eine wahnsinnige Verbindung. Das geht so weit, dass ich wirklich irgendwie. Zu den Europameisterschaften, vor 2008 bin ich glaube ich mit Kumpel, waren wir 6 Wochen am Stück in Österreich, Schweiz und haben im Auto gepennt, um irgendwie möglichst viele Spiele mitzukriegen. Ich habe es leider in Brasilien jetzt nicht geschafft zur WM, das wäre auch ein Traum gewesen. Jetzt in Frankreich bin ich auf jeden Fall wieder dabei, dass ich mir wirklich die Zeit nehme, 2-3 Wochen dahin und dann ein bisschen Vorrunde mitnehme oder vielleicht sogar hinten raus noch was. Aber St. Pauli, wenn es um Hamburger Vereine geht, dann bin ich im Moment... Ja, ist auch schon dahin, weil ich auch viel Kontakt zu der Mannschaft oder Leuten, die da gespielt haben, habe und ein bisschen zum Umfeld, weil ich selber Fußball kicke auf den Plätzen von St. Pauli, immer mit so einer Amateurrunde. Mhm. Und dann ist man so ein bisschen auch infiziert und
wünscht sich, dass sie einfach dieses Jahr noch mal ein bisschen besser als letztes Jahr. Ja, schlechter kann es ja nicht werden. Ne? Ja. Ja, Mensch, dann danke, dass du da warst. Jetzt zum zweiten Mal, weil ich schon wieder so lange gesprochen habe, dass die Kameras ausgegangen sind. Wir werden natürlich auch dieses Mal diese unglaublich tolle CD hier versteigern. Nicht versteigern, zu meinen Gunsten. Verlosen. Genau. Verlosen. Also ihr müsst nichts weiter tun, als einfach unter diesem Video, egal wo, drunter zu schreiben, ich will die Johannes Oerding Schallplatte. Und dann wird Johannes höchstpersönlich jemanden aussuchen. Ich komme höchstpersönlich vorbei. Er kommt höchstpersönlich vorbei, sucht aus und bringt vorbei. Und die CD vom Fabian Römer vom letzten Mal, die hat ja auch jemand gewonnen. Der Gewinner wird natürlich, wie man es im Fernsehen macht, hier unten jetzt eingeblendet. So, ansonsten, es war schön. Ich muss das mal dazu sagen, das ist nicht selbstverständlich. Ich habe einfach angerufen. Johannes, ich hatte schon, nachdem ich mit Fabian hier gesprochen hatte, überlegt, wer könnte der Nächste sein, habe da an Johannes gedacht. Habe angerufen und das war irgendwie völlig unkompliziert und schwupps. Ne? Und hat eine Woche gedauert, bist du da, total geil. Das soll man sagen. Das ist cool. Ja, und wie gesagt, hier Kanal abliken. Schön abliken. Video abliken, teilen, erzählt euren Freunden davon, was hier abgeht. Ne? Und ihr wisst, wenn 10.000 Menschen dieses Video gesehen haben, dann wird es ein weiteres Tim trifft geben. Ist das so? Das ist dieses Ding? Ja. Geil. Ist natürlich unter YouTubern ist natürlich 10.000 Klicks ein schlechter Witz. Aber unter uns noch mal ein bisschen das Ding erhöhen hier, damit ein bisschen Challenge aufkommt. Wir machen jetzt noch mal 10.000 und im nächsten Mal sind es dann schon mehr. Dann steigern wir es immer. Ja. Und es ist eigentlich gut. Wir machen 15.000. Wenn Kloppo kommt, dann müsste es eine Million sein. Wir machen 15. Sein. Du hast recht. 15. Wir machen 15.000 Klicks. 15.000 bin ich doch wohl wert, oder? Ja. Das richtet sich immer nach dem Gast. Ja, wollte ich gerade sagen. Die von der also Wert des Gastes. 2.000 Klicks. Also 15.000 Klicks, wenn wir das geschafft haben, dann gibt es den dritten Teil. Ja. Und ihr habt noch keine Ahnung mit wem. Aber schauen wir mal. Das hängt an euch tatsächlich. Ne? Und ihr wisst ja, Anregungen, Fragen, bald da für euch. Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, Ideen auch. Finger weg vom Alkohol, gehabt euch wohl. Bis bald. Tschüss.